Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, heute sind wir an einem historisch sehr bedeutsamen Ort hier in Brettach. Das ist ein Ortsteil von Langenbrettach. Und da geht es zum einen um die Sanierung dieses Kirchturms. Aber da hängt noch viel mehr drum und dran in dieser Anlage. Die Ursprünge, die gehen aufs 13. Jahrhundert zurück. Und warum das Ganze auch aus Denkmalschutzgründen so enorm bedeutsam ist und was hier tatsächlich wieder instand gesetzt wird, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, bei der Fahrt nach oben sieht man, dass es früher hier eine Wehranlage war. Das heißt also, hier wurde natürlich dementsprechend auch der Schutz für die Bürger gewährleistet. Beispielsweise bei den rund 23 Garden, so nannte man eben diese Häuser, die es hier gab. Eines kann man noch sehen, das waren sozusagen Schutzräume für die Bürgerinnen und Bürger oder eben auch Vorratskammern. Und eine davon ist, wie gesagt, noch erhalten bleiben. Und wenn man sieht, wie viel altes Holz jetzt hier schon herausgearbeitet wurde und durch Neues ersetzt, das können wir uns gleich auch nochmal ganz genau anschauen. Und 900.000 Euro kostet hier die Instandsetzung. Und viele, viele haben sich daran beteiligt. Natürlich die Kirchengemeinde, die Gemeinde insgesamt, Denkmalschutz, Landesdenkmalschutz, viele Sponsoren, Banken, die dafür sorgen, dass das Ganze wieder in alten Glanze erstrahlt. Und da hängt vieles mit drum und dran. Und da ist auch vieles mit Handarbeit wieder instand zu setzen. Und das schauen wir uns jetzt auch mal ganz genau an. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach ganz oben, sozusagen auf eigene Gefahr. Aber da sieht man mal, warum es dringend notwendig war, dass diese Sanierung auch angenommen und durchgeführt worden ist. Denn der Kirchturm, der war hier immer vielen Stürmen ausgesetzt. Und als man dann hier die ersten Arbeiten begonnen hat, hat man gesehen, wie sich da zum Teil die Balken schon gebogen haben. Und eigentlich hätte man fast die Kirche entsperren müssen. Also daran war klar, hier musste sich etwas verändern. Und viele, viele Tausend von diesen Schieferplatten werden hier im Augenblick hier verbaut und dementsprechend hier in handwerklicher Arbeit wieder angebracht. Damit die Kirche dann, wie gesagt, auch wieder topfit für die Zukunft ist. Aber wer noch schwindelfreier ist, der kann jetzt noch ein paar Treppen nach oben gehen bis zur Spitze und das werden wir jetzt tun. Ja, und wenn wir hier oben ankommen, dann sieht man natürlich, welchen grandiosen Überblick über das Brettach und auch über die Gemeinde Brettach man hat. Wir blicken mal nach unten, da sieht man das historische Pfarrhaus auf der einen Seite. Dann sieht man natürlich auch die Mühle noch dazu mit dem Mühlkanal, mit der Brettach, mit der Wiese dementsprechend und den gesamten Ortskern. Und interessant auch im Zweiten Weltkrieg, als Brettach beschossen wurde, dass diese historischen Gebäude an der Kirche davon verschont geblieben sind. Und wenn wir dann noch mal ein Stück nach vorne gucken, dann sehen wir, wo die Kirchturmspitze dann künftig angebracht werden wird. Jetzt bitte nicht weiter nach hinten. Und wo die Kirchturmspitze sich im Augenblick befindet und was dann hier oben passieren wird, das schauen wir uns am besten mal unten in der Kirche direkt an. Ja, jetzt sieht man hier auch die Ziffernblätter, die dann auch angebracht werden. Bis September soll das Ganze fertig sein. Und dann hier in diesem vergoldeten Kuppel, die die Weltkugel symbolisiert, wird die Zeitkapsel angebracht. Und das ist das Interessante. Nächste Woche findet ja hier ein Kirchturmfest statt. Und das ist hier die alte Zeitkapsel. Und damals gab es eben vor 50 Jahren schon mal Sanierungsarbeiten in dieser Kirche in Brettach. Und da wurde eine Heilbronner Stimme exakt von vor 50 Jahren mit hineingegeben. Und wenn man durchblättert, dann sieht man, dass da drin auch damals schon ein Bericht war über die Kirche von hier. Und nächste Woche gibt es dann eine brandfrische Heilbronner Stimme in dieser Zeitkapsel, die dann auch wieder die nächsten 50 Jahre mit Sicherheit überstehen wird. Ja, hier hat man eine Übersicht über diese wirklich wunderschöne Kirche und man sieht ja hier auch am Rand die Gemälde, die Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament zeigen. Und einer der Höhepunkte ist sicherlich auch das Gemälde von Martin Luther und das soll aus dem Jahr 1591 stammen und der Altoberen aus Heilbronn wurde es erstellt und das sieht man hier Martin Luther mit dem Schwan symbolisch sozusagen, dass sich die Reformation nicht aufhalten lässt und dieses historische Gemälde ist also ein weiterer Höhepunkt hier in dieser Kirche in Brettach. Ja, schon eine sportliche Leistung, auf diesen 38 Meter hohen Turm zu klettern. Und während wir jetzt hier unter der Blutbuche auch ein Naturdenkmal sitzen, erinnern wir uns auch an ein paar sportlich tolle Leistungen unserer Athleten aus der Region bei Olympia in Paris. Und das ist auch eine Steilvorlage für all das, was sich in der Region weiterhin abspielen soll. Dort gibt es ja Spitzensportstipendien, die vom Bildungscampus in Heilbronn, also der Dieter-Schwarz-Stiftung, angeboten werden. Und wie man jetzt gehört hat, gibt es da tatsächlich auch schon
Interesse von Top-Athleten, die künftig hier in Heilbronn studieren möchten. Und im September wird man da schon das ein oder andere zusätzlich mit erfahren. Bildung ist einfach ein Kernkompetenzthema, das uns in der Zukunft beschäftigen wird. Und das merkt man ja natürlich auch. Immer mehr Menschen, die sich eben nur vom Algorithmus von TikTok, Instagram und Co. leiten lassen. Wo bekommen die unabhängige, klar verifizierbare Nachrichten her? Dafür gibt es ja unsere Aktivitäten, Zeitung im Kindergarten, in der Grundschule oder Zeitung in der Schule. Und die werden wir weiter verstärken und aktiv bewerben in der Zukunft. Denn Medienkompetenz, das merkt man ja auch am neuen Lehrplan in Baden-Württemberg, soll schon eine entscheidende Rolle spielen. Hinterfragen ist einfach wichtig, das haben wir auch getan im Sachenkreis Jugendring und Antidiskriminierungsstelle. Und da gibt es ja auch neue Facetten, die da ans Tageslicht gekommen sind. Beispielsweise, dass Fraktionen im Heilbronner Gemeinderat Einsicht haben wollen in die Unterlagen. Und da darf man gespannt sein. Die Stadt hat ja schon gesagt, man wird sich hier dazu erklären. Und wie zu hören ist, hat auch das Land Baden-Württemberg mittlerweile schon zu dieser umstrittenen Stelle Stellung bezogen. Was sich da drin befindet in dieser Expertise, das ist noch unter Verschluss. Aber klar ist, es muss Klartext gesprochen werden. Und Klartext, das wünscht man sich auch in einer Gemeinde, in einer Stadt im Jagsttal, in Möckmühl beispielsweise. Denn dort gibt es auch das ein oder andere, was hinterfragt wird. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat dort im Rathaus einige Ermittlungen durchgeführt. Jetzt soll der Prüfungsbericht vorliegen. Bisher ist er noch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Vielleicht will man da noch ein bisschen warten, bis die Amtszeit des bisherigen Bürgermeisters zu Ende geht. Und das ist ja schon Ende September der Fall. Aber auch hier gilt, und das haben die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit verdient, wenn da irgendwelche Dinge im Argen liegen, dann nutzt es nichts, sie dauerhaft verstecken zu wollen. Früher oder später kommt es eben dann doch ans Tageslicht. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.